Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei so manchen Reden der Opposition von gestern und heute, insbesondere von der ersten heute Morgen, habe ich den Eindruck gewonnen, da fehlt jeder Sinn für die Realität im Land. Realität, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nun mal, dass wir seit zehn Jahren eine steigende Zahl von Erwerbstätigen haben. Realität ist, dass wir den tiefsten Stand der Arbeitslosigkeit haben. Bei den Erwerbstätigen übrigens eine wesentliche Zunahme, gerade bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das ist Fakt, meine Damen und Herren. Und zur Realität gehört, dass sich die Löhne, dass die Einkommen, dass auch die Renten gestiegen sind und weiter steigen. Das ist genauso Realität wie dass die Tatsache, dass unsere Wirtschaft auf gesunden, auf kräftigen Beinen steht, sowohl was die Binnennachfrage als auch den Export betrifft, meine Damen und Herren. Und das alles ermöglicht auch, dass wir an die sozial Schwachen, an diejenigen, die sich entweder zeitweise oder längere Zeit selber nicht helfen können, auch Leistungen gewähren können, wie sie andere Staaten vergleichbar mit uns eben nicht gewähren können. Auch das gehört zur Realität in diesem Land. Ich finde, dass das erste und allerwichtigste Gebot für die Politiker ist, dass man wenigstens den Leuten ehrlich sagt, wie die Lage ist und ehrlich sagt auch, wo Probleme liegen. Es ist Gebot der Ehrlichkeit, die Dinge und die Situation nicht schlechter zu reden, als sie tatsächlich sind. Es gehört aber natürlich auch dazu, dass wir dieses Erreichte nicht mutwillig gefährden. Auch das gehört zur politischen Verantwortung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und da komme ich auf ein Thema, das gerade in den letzten Tagen wieder eine Rolle gespielt hat, nämlich der Vorschlag der Grünen, die Vermögensteuer wieder einzuführen. Mit diesem Vorschlag, meine Damen und Herren, mit diesem Vorschlag machen wir genau das, was wir nicht machen dürfen, nämlich unsere Struktur, die Substanz unserer Wirtschaft, insbesondere der mittelständischen Wirtschaft und damit die Arbeitsplätze zu gefährden. Das ist der völlig falsche Weg. Jetzt ist in diesen Tagen mehrfach die Rede davon gewesen, auch in diesem Jahr wieder ein Haushalt ohne neue Schulden. Ich glaube, das sollten wir uns wirklich immer wieder bewusst machen. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in diesem Haus und es ist noch in keiner Legislaturperiode gelungen, eine ganze Legislaturperiode hinweg einen Haushalt 4 Jahre hintereinander vorzulegen ohne neue Schulden. Es ist eine grandiose Leistung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen, liebe Kollegen. Und es ist kein Selbstzweck, sondern das macht schon Sinn auf verschiedenen Ebenen und aus verschiedenen Gründen. Einmal zeigt es, auf diese Regierung ist Verlass. Das, was versprochen wurde am Anfang der Regierungszeit, ist eingehalten worden, und zwar gegen viele Versuchungen. Auch das muss man in Rede stellen. Nicht alles, was wir in dieser Legislaturperiode finanziell zu schultern hatten, war am Anfang so vorauszusehen. Es war eine großartige Leistung, dieses durchzuhalten. Verlässlichkeit. Außerdem wird durch diese Stabilitätspolitik eben auch der Grundstein dafür gelegt, dass für die Maßnahmen, die notwendig sind, auch die entsprechenden Mittel vorhanden sind. Dass für Investitionen, auch für Zukunftsinvestitionen, Spielraum ist. Und was das Allerwichtigste ist, es wird deutlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen Politik nicht für uns und die ältere Generation, sondern wir machen verantwortungsvolle Politik für unsere Kinder und Enkelkinder. Sie brauchen die Chancen in diesem Land. Und trotzdem ist es uns gelungen,
für die Kommunen und die Länder auch entsprechend nicht nur zu sorgen, sondern ihnen Mittel an die Hand zu geben, um auch deren Aufgaben gut bewältigen zu können. Noch nie hat es eine Bundesregierung und ein Parlament gegeben, das so viel für die Kommunen und auch die Länderhaushalte gegeben hat, wie diese in dieser Legislaturperiode, diese Bundesregierung und dieses Parlament, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist wirklich einmalig. Es ist auch notwendig, das ist richtig. Aber ich will auch darauf hinweisen, jetzt kommt schon darauf an, dass diese Gelder, die den Ländern und Kommunen gegeben wurden, in einer Größenordnung, wie wir es noch nie hatten, auch richtig ausgegeben werden, auch für den Zweck ausgegeben werden, für die sie vorgesehen sind. Beispielsweise sozialer Wohnungsbau. Es macht wenig Sinn, wenn wir die Mittel im sozialen Wohnungsbau, ich glaube, mittlerweile verdreifacht haben, dann aber diese Mittel nicht entsprechend ausgegeben werden von den Ländern, sondern im allgemeinen Haushalt untergehen und für irgendetwas anderes ausgegeben werden, meine Damen und Herren. Und dann schimpft man auf der anderen Seite darüber, dass zu wenig Wohnungen da sind. Nein, da müssen auch die Länder und Kommunen ihre Verantwortung wahrnehmen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Integrationspauschale. Auch das sind Mittel für die Kommunen und die Länder, um in der Frage der Integration von Flüchtlingen ihre Aufgaben erfüllen zu können, nicht Gelder, die allgemein im Haushalt auch nur verschwinden. Und zweitens aber, neben dieser zielgerichteten Verwendung gehört auch dazu, dass die Länder ihre Aufgabe und ihre Verantwortung auch wirklich wahrnehmen. Und da stellt sich mir schon die Frage, warum zum Beispiel die Schulen in Bayern in einem wesentlich besseren Zustand sind als die Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das liegt doch nicht an uns. Und es stellt sich auch die Frage, warum die Kriminalität in manchen Ländern größer oder kleiner ist, dass die Aufklärungsquote in der Kriminalitätsbekämpfung in Bayern wesentlich höher ist als in anderen Ländern. Und man kann sich auch die Frage stellen, warum in Bayern beispielsweise die Arbeitslosenquote in ländlichen Regionen teilweise sogar niedriger ist als in Ballungsgebieten. Das, meine Damen und Herren, hängt alles mit einer richtigen Politik in den jeweiligen Ländern zusammen. Das muss auch einmal gesagt werden. Wissen Sie, Defizite in der Schulausstattung, Defizite in der Polizeiausstattung, Defizite in der regionalen Wirtschaftsförderung, die können nicht allein vom Bund, weil der Bund dafür gar nicht verantwortlich ist, beseitigt werden, sondern die müssen vor Ort in den Ländern beseitigt werden. Da ist die Verantwortung der Bundesländer, der Länderregierungen. Eine gemeinsame Aufgabe zweifellos ist der Umgang mit den Flüchtlingen. Es ist völlig richtig, dass dieser Haushalt einen großen Schwerpunkt auf die Bekämpfung der Fluchtursachen legt, mit einer deutlichen Steigerung der Mittel im Auswärtigen Amt und im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das ist der richtige Ansatz. Denn da wird dafür gesorgt, dass sich die Menschen es gar nicht auf den gefährlichen, lebensgefährlichen Weg machen, sondern dass sich die Bedingungen in ihrer Heimatregion verbessern. Trotzdem wissen wir, dass wir da noch eine gewaltige Aufgabe vor uns haben. Und die Krisen und Kriege in der Welt, die zeigen uns das ja auch jeden Tag. Für uns ist wichtig ein Dreiklang. Ein Dreiklang, der bedeutet erstens Humanität, zweitens Integration und drittens Begrenzung. Und diese drei gehören zusammen. Zur Humanität gehört die Bekämpfung der Fluchtursachen. Zur Humanität gehört aber auch die Betreuung, die Versorgung der Flüchtlinge, die zu uns kamen und kommen. Und da haben wir alle miteinander in diesem Land, haben die Menschen in diesem Land, die hauptamtlich und ehrenamtlich Tätigen, eine hervorragende Visitenkarte der Humanität in den vergangenen Monaten abgegeben. Dafür herzlichen Dank.
Bei der Integration lassen wir die Länder und Kommunen nicht im Stich. Wir haben gerade jetzt wieder die Mittel für die Integration an die Länder und Kommunen erhöht. Wir haben uns große Mühe dabei gegeben. Klar ist aber auch, mit Geld allein geht das nicht. Integration in die Sprache, in die Arbeitswelt, aber auch Integration in die Gesellschaft. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir schon immer wieder darauf hinweisen, es gilt unsere Werteordnung, es gilt die Art und Weise, wie wir miteinander leben, miteinander umgehen, uns begegnen, miteinander reden, welch die Werteordnung, die im Grundgesetz verankert ist, das muss das Maß dessen sein, woran sich Integration in dieses Land zu orientieren hat. Und das Dritte ist dann, wir können diese Aufgabe des humanitären Umgangs, der Versorgung, Betreuung der Flüchtlinge und die Integrationsarbeit nur gemeinsam leisten, wenn wir auch eine Begrenzung dabei haben. Daran arbeiten wir, daran haben wir auch gemeinsam gearbeitet mit internationalen Abkommen, das wurde besprochen, mit der Türkei, aber auch mit europäischen Maßnahmen, der EU-Außengrenzensicherung, die Balkanroute hat dazu beigetragen und auch unsere nationalen Entscheidungen haben dazu beigetragen, die Zahlen zu begrenzen. Und wenn wir dann die Blockade der Grünen im Bundesrat auch noch einmal auflösen könnten in Bezug auf die sicheren Herkunftsstaaten in Nordafrika, dann wären wir auch hier wieder ein Stück weiter, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Eine weitere Herausforderung ist natürlich die Sicherheit unseres Landes. Es wurde mehrfach angesprochen, die Terrorgefahren sind nicht nur irgendwo in der Welt, sondern auch bei uns. Und die Kriminalitätsbekämpfung ist eine Aufgabe, der wir uns auch immer wieder zu stellen haben. Deshalb ist auch hier der richtige Ansatz im Haushalt, deutliches Signal zu setzen. Das ist ein Schwerpunkt. Es geht um Personal. Es geht um Ausstattung und es geht um Befugnisse. Bei den Letzteren übrigens haben die Sicherheitspolitiker der Koalition sich ja gerade in den letzten Tagen auf einige Maßnahmen wieder verständigt. Ich bin sehr dankbar dafür, denn es macht deutlich, nicht alles ist mit Geld zu leisten, sondern es geht auch darum, die Befugnisse zu verbessern und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um Kriminalität zu bekämpfen und für die Sicherheit der Bürger das Bestmögliche zu tun. Und wenn ich allerdings höre, dass jetzt beispielsweise in Niedersachsen es aufgrund Initiative von den Grünen jetzt den Polizisten vorgeschrieben werden soll, dann, wenn sie im Pfefferspray benutzen, dass sie das dann dokumentieren müssen und beweisen müssen, warum sie dieses bei welcher Gelegenheit hergenommen haben, dann muss ich schon sagen, das ist nicht das Verständnis, das ich habe von Unterstützung der Polizeibeamten. Ich danke den Polizeibeamten und allen Sicherheitskräften bei uns im Land für ihren Einsatz, für unsere Sicherheit. Da müssen wir auch politisch dahinter stehen. Politische Verantwortung in dieser Zeit bedeutet aber auch, die Weichen zu stellen für die Zukunft. Ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei das, was wir unseren Kindern und Jugendlichen mitgeben können. Wenn wir über Investitionen sprechen, dann haben die meisten von uns zunächst einmal im Kopf Investitionen in Straße, in Schiene, in Breitband. Das ist alles richtig, auch das gehört dazu und auch dafür setzt dieser Haushalt deutliche Akzente. Aber daneben geht es auch um Investitionen in die Köpfe. Und die Kinder und Jugendlichen, das sind das eigentliche Kapital in unserem Land. Da darf uns nichts zu schade sein, nichts zu wenig sein, nichts zu viel sein, sondern da müssen wir immer wieder danach trachten, sind sie gut erzogen, gut ausgebildet, sind sie fit für das, was auf sie im Leben zukommt. Und deshalb haben wir auch bei Bildung und Forschung einen so großen Schwerpunkt gelegt in den letzten Jahren schon. In den letzten 10 Jahren ist der Haushalt hier verdoppelt worden und dies ist auch in diesem Jahr wieder fortgesetzt worden. Ein wichtiger Schwerpunkt in der Zukunftsgestaltung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen.
Nun wissen wir, bei all den positiven Entwicklungen in unserem Land, um die Sorgen der Menschen, auch um die Befindlichkeit und die durchaus auch zum Ausdruck gebrachte Unsicherheit. Ich habe auch Verständnis für so manches. Unsicherheiten aufgrund der veränderten Arbeitswelt, rasant veränderten Arbeitswelt, das wurde vorhin angesprochen, Unsicherheiten aufgrund der Krisen und Kriege in der Welt und der Konsequenzen daraus. Was antworten wir darauf? Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, unsere Antwort ist eine realistische und ehrliche Politik. Eine realistische und ehrliche Politik. Den Leuten nichts vormachen, sondern ganz offen zu diskutieren. Unsere Antwort ist aber auch Stabilität und Verlässlichkeit. Wir haben in den letzten Jahren unter der Führung von Angela Merkel mit dieser Bundesregierung und den Mehrheiten im Parlament gezeigt, dass wir das Land auch in schwierigen Situationen gut regieren, dass wir die vielen schwierigen Situationen, ja Krisen, hervorragend gemeistert haben, mit Stabilität und Verlässlichkeit, mit einem klaren Wertekompass. Das ist unsere Antwort und darauf können sich die Menschen auch künftig verlassen. Das Wort hat die Kollegin Bettina Hagedorn für die SPD-Fraktion.